So, meine Freunde der gepflegten elektronischen Unterhaltung, da sind wir wieder mit Let's Play Batman Arkham City. Wir waren ja stehen geblieben, nachdem ich so abrupt geendet hatte, weil ich ein paar Greggy-Probleme hatte. Uns, oder? Was bist du denn für einer? Ich hab ihn gesehen, er kam aus dem Nichts, hat alle im Gerichtssaal erledigt. Wenigstens hat's das Kätzchen. Die hat er gerettet. Und okay. Gucken wir uns mal an, was das für einer ist. Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist. Das ist eine Nebenmission, herauszufinden, wer das ist. Gucken wir mal. So. Hier sehen wir die Karte von Arkham City. Wer ist der mysteriöse Fremde, der mich beobachtet? Halte stets nach der geheimnisvollen Person Ausschau und scanne sämtliche Beweise, die er zurücklässt. So rettet er Catwoman. Sie ist eine Verbrecherin wie wir. Sie sieht besser aus so. Als du. Wer sagt, dass sie wie wir ist? Die macht's angeblich für beide Seiten. Vermutlich auch mit. Das meine ich nicht. Man darf doch noch träumen. Mehr läuft bei dir auch nicht. So einen hässlichen Bastard wie dich würde die... Sie hat sich befreit und sein Gesicht zerkratzt. Sah übel aus. Da waren Blut und Schnitte von Kallen. Sah aus, als würde er weinen. Frierst du? Natürlich friere ich. Es sind 10 Grad minus und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Harley. Das Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Oh, ich mach's jetzt auch warm. Keine Sorge. Schnelle Batclaw. Und eine Clothesline. Gut, er macht ja nichts. Du erzählst ihm. Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Dann schau mal nach. Ich wiederhole, haben Sie. Ich weiß gar nicht, was passiert jetzt, wenn ich. Ich muss mal was testen. Pams! Lass die Dame los, Batfreak, sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay? Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da, dann ist alles okay. Ist weg. Verschwunden. So. Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei Scheiße. Soll es auch bleiben. Er schnappt uns. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Er wird uns schnappen! Batman! Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Das hält ihn nicht auf! Oh Mann, er hat eine Geisel. Ich konnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Gut, kümmern wir uns erst um den Wichser da unten. Was bist du denn hier für einer? Dich habe ich ja noch nie gesehen. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Er kann von überall kommen. Bams! Komm mir nicht zu nah, Batman. Ich habe eine Geisel. Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still.
Ui. So. Jetzt bist du da hinten dran. Hallo? Was ist? Antworte, Mann! Was ist los? Wenn das hier vorbei ist, sorge ich dafür, dass ihr das bereut. Halt's Maul, sonst lege ich dich höchstpersönlich um. Und Schmetterangriff. Pams. Sie sind sicher. Ruhig bleiben. So, einmal wieder rauf und jetzt müssen wir die zweite ausschalten. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Jawohl. Bist du noch da? Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Der kann von überall kommen. Ruhig bleiben, Batman. Hörst du mich? Verschwinde von hier. Hau ab, sonst baller ich der Alten ein Loch in den Schädel. Das glaube ich nicht. Pang. So, bitteschön, die Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. So. Yo, Batman, danke für die Hilfe. Haust du rein, bis neulich. Was ist da drüben eigentlich? Oh, da sehe ich noch eine Riddler-Trophäe. Die habe ich noch gar nicht geholt bei mir drüben. Spielstand! Was ist denn jetzt verfügbar? Ah, die Rauchbombe. Okay, da gibt es einige Sachen, die werden automatisch freigeschaltet und die anderen muss ich selbst freischalten. So, dann bewegen wir uns mal in Richtung Kirchenturm. Hui! Hui! Oh. Okay, Leute, zuhören. Das Sagen haben wir, nicht diese Tiere. Zack. So, wo geht's denn hier hoch? Einmal hier lang. Ah, hier. Gut. Dann haben wir jetzt den Turm erreicht, ja? Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Na. Scan, 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 scan. Wen haben wir denn da? Wir haben uns ja ewig. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mal überlegen, da war eine Anstalt, ein paar Monster und... Oh, stimmt ja. Du wolltest mich dann rechnen lassen. In deiner Erinnerung hat es sich vielleicht anders abgespielt, aber wen kümmert's? Du musst dich jetzt nur noch um die Bomben sorgen. Das ist wieder ein bisschen leise, ne? Oder ist das jetzt bei Effekt oder Musik? Gut, springen wir einfach raus. Whey! Und es hat Boom gemacht. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir. So. Aber... ich bin mir mit der Lautstärke so extrem unsicher. So, das muss jetzt passen. Sind Sie? Sie hätten schon vor Stunden zurück sein sollen. Ich weiß nicht. Sie kennen die Regeln. Ich sag es euch immer wieder. Seid hier, bevor es dunkel wird. Vielleicht haben die Leute von Two-Face Sie. Verdammt, wieso können die nicht hören? Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Wir bleiben hier und diese Tiere lassen uns in Ruhe. Das sagst du dem Falschen. Ich weiß. Durch wieso so Holz. Holzwände. Wo zum Teufel kommst du denn her? Können wir durchspringen? Sie theoretisch. Verdammt, wir haben alle Hunger. Zack. Seit Tagen nichts gegessen. Wir sterben hier. Und ich will jetzt schon mal so viele Riddler-Trophäen wie möglich holen. Ich versorge uns, was zu essen. Denn. Es gibt eine Nebenmission, die heißt Gewaltakte. Da müssen wir diese politischen Gefangenen vor Typen retten. Und dann gibt es noch eine Riddlers Herausforderung. Da müssen wir in bestimmten Abschnitten diese Kameras zerstören. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Da macht er nichts, merkt ja keiner.
So. Man merkt aber, das Spiel ist deutlich mehr auf diese Prügeleien ausgelegt. Dass Batman die Kirche gesprengt hat? Zack. Ja, der war der Letzte, der rein ist. Jetzt brennt sie. Das sieht Batman aber irgendwie gar nicht. Kamerafehlfunktion in Sektor 3. Hui, guten Tag, die Herren. Boah, warum ist das immer noch so laggy? Ich kann mir das gar nicht erklären, warum das so laggy ist. So, Enkellock. Zack. Pams. So, Sir. Überrascht uns das? Nicht wirklich. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Kampfpanzer. Ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Halten wir ein bisschen mehr aus. Wir kriegen einfach nur oben jetzt ein Stück mehr Energie. Ist da oben. Links oben in der Ecke. So. Einmal hopp. Hoch. So, es gibt auch noch dafür was. Da müssen wir die Ballons für vernichten. Oh Gott, ist das laggy. Ich weiß nicht wieso. Ich kann es mir nicht erklären. Gut, hier komme ich noch nicht weiter. Da komme ich noch nicht rein. Dafür brauche ich ein anderes Item. Das bekomme ich im Verlauf des Spiels. So, aber jetzt müssen wir erstmal. Was ist da denn? Ein Toter. Achso, ich weiß, was da ist. Okay. Hui! Hui! Sieh dir an, fressen den Mist wie Schweine. Die Leute vom Clown haben keine Klasse. Nie im Leben würde der Boss die in die Eisberg Lounge lassen. Also ich weiß. Eisberg Lounge, das ist Pinguin. Verfüttert sie eher an sein Haustier. An wen?